Hallo, heute mal wieder zu einem neuen Follow Me Around. Ihr dürft mich heute mal wieder begleiten. Heute habe ich ganz tolle Post bekommen von der lieben Julia von Juliet's Letters from Juliet 01 mit dieser süßen Karte und diesem Buch. Da bin ich schon sehr gespannt drauf und mal sehen, wie es mir gefällt. Aber es klingt ganz süß. Und ich habe wieder Knisterfolie. Ach, da könnte ich wieder Stunden sitzen und knicken und knacken und ach, ist das schön. Hört ihr das? Ich glaube, das geht doch jedem so mit dieser Knister-Knaster-Folie. Aber irgendwie sind da schon ganz schön viele verknickt. Naja, dann sehen wir dann mal weiter. Tschüss! Im Moment beantworte ich Kommentare unter meinen Videos und ich liebe Kommentare. Also ich glaube, ich freue mich immer bei den Videos über die Kommentare am allermeisten, weil ich da einfach immer sehe, wie ihr über manches denkt, über manche Bücher denkt. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Und ja, das gefällt mir immer sehr gut. Und ich bin jetzt auch gerade ganz euphorisch am Beantworten. Und ich mag es einfach furchtbar gerne. Ich weiß nicht, geht es euch genauso bei allen, die auch Videos machen? Kommentare sind schon was Schönes. So, dann schreibe ich mal weiter und dann habe ich mir heute noch ein Großprojekt ausgedacht, bei dem ihr mich ganz live begleiten dürft und ich bin gespannt, ob es euch gefällt. Wie ihr draußen sehen könnt, ist es ganz widerliches Wetter. Es hat jetzt gerade mal aufgehört zu regnen und deswegen habe ich heute dieses Buch ausgelesen. Ich habe 2 Tage dafür gebraucht, den Psychothriller Fragmente des Wahns von Michael Schmidt. Im AWA Verlag erschienen, das kennt ihr sicher alle, von Michael Schmidt. Und habe dann gleich darauf begonnen mit Magic Girls, der verhängnisvolle Fluch. Aus dem Ars Editionsverlag geschrieben hat es Marliese Arold. Und es ist ja dieses Buch mit diesem wunderschönen Cover. Die Geschichte gefällt mir auch total gut. Ich bin ganz erstaunt. Ich hatte das eigentlich mehr noch als, ja, noch mehr kindlich erwartet, also was die Protagonisten anbelangt. Ich dachte, die seien jünger, aber es sind ja doch Mädchen, ist dann doch mehr ein Jugendbuch und ich bin da ganz entzückt, habe jetzt, sage ich mal, ein bisschen knapp die Hälfte ungefähr und ich denke, das Buch werde ich heute auch noch beenden. So, ich backe heute Apfelmuffins. Meine Mama hat nämlich am Donnerstag Geburtstag und ich backe einen Bienenstich und Apfelmuffins. Den Bienenstich habe ich jetzt schon mal vorgebacken, um zu gucken, wie er funktioniert. Und jetzt backe ich mal diese Apfelmuffins vor, um zu schauen, wie sie funktionieren, ob sie einfach sind. Und ja, da dürft ihr mir heute mal ein bisschen zuschauen. Ich werde euch immer mal wieder ein paar Dinge einblenden, wie es gerade so läuft. Und jetzt bin ich gespannt. Und die Vicky untersucht gerade den Biomüllbeutel. Na dann, schauen wir mal. So, das ist jetzt alles, was ich für mein Apfel-Muffins-Rezept brauche. Und zwar ein Ei, 225 Gramm Naturjoghurt, 80 Milliliter neutrales Öl, Zucker, Mehl, gemahlene Haselnüsse, natürlich Äpfel und Backpulver. Da, und das war's jetzt. Und das muss man jetzt eigentlich alles nur zusammenpanschen. Das kann ich gut. So, dann mache ich das mal. Bis gleich. So, was ich jetzt, bevor ich das alles zusammenpansche, noch vergessen habe zu sagen, die Äpfel muss man raspeln mit so einer, ja, Raspel. Ich weiß nicht, ich denke, ich werde hier das Gröbste nehmen, was es gibt, dann geht es schneller. Und ja, so sehen schon mal die trockenen Inhaltsstoffe aus und jetzt raspel ich mal die Äpfel. So, und den Joghurt, den Öl, und das Ei, was drin ist, werde ich jetzt mit einem Zauberstab etwas verquirlen. Mal schauen, was passiert. Gut, da brauche ich jetzt 2 Hände. So, der Teig sieht jetzt teigig aus, wie es im Rezept steht. Und jetzt kommen diese Apfelraspeln dazu. So. Jo, und jetzt, hoppala, rühren wir das Ganze um und dann sehen wir uns gleich nochmal zum Umfüllen. So, und dann einfach den Teig in Muffinförmchen. Also ich habe jetzt hier so ein Backblech
Blech, habe jetzt aber trotzdem noch zusätzlich so ein so ein Muffinförmchen rein aus Papier. Und was dann noch oben aufkommt, ist eine Haselnuss-Zuckermischung. Ich denke, das wird dann wahrscheinlich wie so eine Knusperkruste obendrauf quasi, schätze ich mal, sein. Das kommt jetzt für 25 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. So, und so sieht jetzt das wundervolle Wetter aus, nachdem ich jetzt meine Muffins in den Ofen gepackt habe und eigentlich etwas rausgehen wollte. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das durch die Kamera sehen könnt, aber ich finde es ja sehr bezaubernd. Wenn es irgendjemand interessiert, da oben ist eine Burg und das finde ich immer toll, dass ich die sehen kann von meinem Balkon aus. Aber gut, die Welt geht unter, dann lese ich. So, und jetzt sind die Muffins fertig. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die haben hier oben so eine richtig schöne Knusper-Knusper-Schicht drauf. Und die sehen echt lecker aus, wenn ihr das riechen könntet. Ich werde euch das Rezept in die Infobox packen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ihr backt es nach. Ich werde jetzt mal noch warten und noch eins probieren, um euch noch sagen zu können, wie sie geschmeckt haben. Und bis dahin machen wir was anderes. Hallo, Vicky. Vicky. Vicky liegt im Bett und schläft. Was denn? Was ist los? Was ist los? Oh Gott! Nein, nicht so nah, dann kann ich dich doch nicht filmen, du Dussel. So, das war jetzt mein Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Heute mal wieder ein Follow Me Around und eigentlich ich backe Apfelmuffins. Ich hoffe, das Rezept... Nein, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hoffe, euch schmecken die Apfelmuffins, wenn ihr sie nachbackt. Entschuldigung, der Tag ist heute einfach zu lang gewesen. Und wenn ihr sie nachbackt, dann würde ich mich doch freuen, wenn ihr mir Bescheid geben würdet, weil sie echt, echt lecker sind. Ich habe jetzt auch einen inzwischen gegessen. Und die schmecken echt phänomenal lecker. Und ja, ein kurzes Follow Me Around. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dann! Tschüss!